ist ein schöner sonniger Tag, dass ich gleich mal noch einen Spaziergang gemacht habe. Das Leben ist wirklich sehr teuer und ich esse und trinke ja bloß. Mehr mache ich ja nicht. Auf jeden Fall war ich jetzt 2,5 Stunden am Laufen. Oder sogar mehr. Warte mal, jetzt sind es 11, 12. Ja, 2,5 oder so. Und ist einfach nur schön warm und sonnig. Einfach herrlich. Meine Fahrerqualifikationskarte abgeholt. Bin hier gerade in Augsburg auf dem Rückweg. Dann übernächste Woche möchte ich noch zu einem Vorstellungsgespräch. Das sage ich jetzt aber jetzt noch nicht, um was es sich handelt. Jetzt, nachdem ich hier zurückgekommen bin, macht es mir sogar Spaß, Zug zu fahren oder mitzufahren. Früher habe ich das nicht mögen, überhaupt nicht. So Leute, ich bin hier hochgekommen, weil ich mich auf einen Betrieb bewerben möchte. Habe jetzt noch keinen Termin, aber ich habe ihm, dem Manager, Verwalter, wie auch immer, schon geschrieben, dass ich in der Region bin ab morgen, dass ich Zeit habe. Und er soll sich dann einfach einen Termin raussuchen, wann er mich empfangen möchte, so auf die Art. Ob sie mich nehmen oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber das sehen wir dann. Es ist der sehr schöne, hügelige Gegend ab hier. Ab hier. Wirklich schön. Gefällt mir recht gut. Jetzt für heute gehe ich noch da hinten in den Wald. Suche mir dann ein nettes Ruheplätzchen für die Nacht. Und hoffe, dass ich im Laufe des Tages morgen dann eine E-Mail bekomme. Mit quasi Appointment, wenn ich mich vorstellen darf. So, wenn ich das nicht bekomme, dann, aber ich hoffe, dass ich es bekomme. Wenn ich es nicht bekomme, dann werde ich mich weiter umschauen. Der Kanal hat ja früher geheißen Trucker Soaks, Son of a German Shepherd. Hahaha. So, bin ich mal gespannt. Aber schön, ist auch ein schöner Tag. Die nächsten 3 Tage soll es noch trocken sein. So wie ich die Wettervorhersage gesehen habe. Aber Wettervorhersagen kann man ja mittlerweile nicht mehr glauben. So, Wald erreicht. Schauen wir mal, ob wir irgendwo ein schönes Plätzchen finden. Laubwald, Mischwald. Da unten sind viele Kiefern. Hier ist viel Laub. Ich höre die ganze Zeit Eicheln fallen. Hier ist auch eine Eiche. Das ist bestimmt ein schönes Geländerevier, wie auch immer für Wildschweine, schätze ich mal. Mal schauen, ob wir irgendwelche Spuren sehen. Ich habe solche Stellen gesehen hier. Da oben mehr. Und es schaut schon ganz nach Wildschwein aus. Da drüben sehe ich auch welche gebrochen, aber die sind schon älter. Also hier, das alles war mal für ein Wildschwein, so wie das ausschaut. Also ich will mich ja nicht beschweren, aber weiter bei Gericht hat gesagt, es soll nicht regnen. Es regnet. Die hat mich jetzt aufgeguckt. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich ohne Plane schlaf. Aber gut, dass ich sie aufgespannt habe. Morgen, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr nicht aus dem Bett raus wollt? Sondern das hier draußen. Nicht aus dem Bett. Nicht aus dem Schlafsack. Ja, ich bin nicht im Schlafsack. Ich decke mich ja nur mit dem Schlafsack zu, aber trotzdem. Das ist schön warm und da ist so frisch. So, schau. Das kleinste, rundeste Maus der Welt aus. Ich bin schon hierher gekommen und habe diese umgestürzten Bäume gesehen. Ich habe mir gedacht, optimal. Schön meine Plane drüber spannen, wo ich nicht so viel Arbeit machen. Jetzt haben wir 9 Uhr und die ersten Sonnenstrahlen kommen. Stehen wir halt doch langsam auf. Na, ah, wir haben ja auch schon Druck auf der Blase. Es wird doch langsam frisch in dem Früh. Das ist der Blick. Ist der Blick nicht schön? Einfach wunderschön. Laubwald. Und hier mit dem Gebälk. Auch sehr schön. So, was mich ein bisschen nervt, ist,
dass diese Isomatte ein bisschen zu kurz ist. Meine Füße, die liegen immer da unten draußen. So schaut das Ganze von außen aus. Da habe ich gelegen bei diesem wunderschönen Baum. Eine Buche. Nein, keine Buche. Ja, hier habe ich die Überreste, so wie es ausschaut. Eine Eiche. So, da habe ich also heute Nacht unter einer Eiche geschlafen. Wörtlich. Unter einer Eiche. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich bei den Herren im Betrieb vorbeilaufen soll. Ich weiß ja nicht, es gibt ja die Möglichkeit, dass er seine E-Mails nicht gelesen hat, die relativ spät liest, weil er so beschäftigt ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir vielleicht schon einen haben. Und je früher ich das weiß, umso besser. Ne? Dann kann ich ja weiterreisen. Wobei ich das nicht hoffe. Und wenn er seine E-Mails noch nicht durchgelesen hat, dann weiß er, dass ich da bin, dann können wir einen Termin ausmachen. Je früher, umso besser. Ja, ich glaube, ich werde vorbeilaufen und sagen, hallo, ich bin's. Scheinbar habe ich so viel Hitze beim Schlafen, dass ich sogar meinen Schlafplatz durch die Isomatte trockne, so wie das ausschaut. Interessant. So, ich glaube, jetzt bin ich richtig gut belichtet, beleuchtet oder wie man das immer auch nennt. Oder manche sagen ja auch unterbelichtet. Scherz beiseite. Ich warte jetzt hier in der Gegend, wo ich mich beworben habe. Warte jetzt auf einen Termin. Hoffe, dass er mir bald schreibt. Ja, das hier ist mein Zuhause momentan. Und ganz ehrlich, es macht auch richtig Spaß, genieße. Aber letzte Nacht hat es ja geregnet. Und es war morgen auch ein bisschen frisch. Jetzt nicht unter dem Schlafsack, aber draußen. Die Luft war recht ja, feucht ein bisschen und recht kühl, aber es war angenehm. Und ich bekomme immer wieder Zuschriften von Familie, Mitglieder. Das ist doch zu kalt, ist doch nicht gut und was weiß ich. Ich denke mir einfach, dass der Mensch ja sich selber separiert hat von der Natur durch die Zivilisation. Und ich glaube, wir müssen wieder ein Stück wild werden. Wild, einfach nur unzivilisiert, sodass wir wieder zurückfinden zur Natur. Das glaube ich. Und auch wenn man mal friert oder ja, nass wird. Ich meine, normalerweise nach Regen kommt Sonnenschein, oder? Denke ich mal, so schlimm kann es da schon mal jetzt sein. Also ich sitze jetzt hier den ganzen Nachmittag in der Sonne. Ich weiß, morgen früh wird es wieder ein bisschen kühl sein, aber mein Gott, ist halt so. Es gibt Schlimmeres, viel Schlimmeres. Und ich finde es angenehm, wirklich schön. Hat was. Und auch hier mal den ganzen Nachmittag in der Sonne sitze, richtig angenehm. Wärme tanken. Über das Leben nachdenken und sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ja, leider braucht man Geld. Was hat mal ein weiser Mann gesagt? Geld ist gut, Geld ist nützlich und Geld sollte man immer in der Tasche haben, aber nicht im Kopf. Er sagt, manche Leute haben es im Kopf. Was hat er gesagt? Das ist pervers. Ja. Und ein Leben, wo ich einfach draußen bin, jetzt bei minus 20 Grad, im Winter schaut es wahrscheinlich anders aus, aber momentan noch. Leben, wo ich draußen bin, den ganzen Tag in der Natur unterwegs, ist doch wunderbar. Was will man mehr? Solange man zum Essen, zum Trinken und einen Platz zum Schlafen hat. Und einfach nur das Dasein genießen kann. Die Natur und alles, die Aussichten, das Wetter, auch wenn es regnet. Ich genieße auch ab und zu, nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Aber ab und zu genieße ich auch den Regen. Ist so. Ja. So, und jetzt warte ich halt eben, bis ich einen Termin kriege. Ja, eigentlich habe ich gedacht, dass ich erst eine Woche später fahre. Wir haben jetzt entschieden, weil die ganze Woche sinnlos rumsitzen. Habe ich gedacht, fahre ich gleich los. So, deswegen bin ich jetzt hier und hoffe, dass ich diesen diese Woche noch einen Termin kriege. Ich war heute Morgen schon dort bei der Firma, bei dem Hof und habe Bescheid gesagt, dass ich da bin. Also jetzt warte ich dann auf eine E-Mail. So. Das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Servus. Habe die Ehre. Pfiat euch. Hasta luego. Mann, ich höre mich. Was gibt's noch alles? Au revoir. Ciao. Servus. Ach, egal. Pfiat euch.